Hallo, ich bin wieder Hendrik und heute zeige ich euch ein paar Sachen übers Nachtangeln, Sachen, die ihr haben solltet. Anfangen tue ich mit der Kopflampe. Ich habe hier ein Modell mit 12 LEDs. Die sind super hell, da kann man wirklich auf die andere Seite nachts vom See gucken. Voraussetzung ist natürlich, dass der See klein genug dazu ist. In unseren Gewässern, also beziehungsweise mein Gewässer, hat 12 Hektar. Drei Seen, alle haben so 12 Hektar. Weiter geht's mit den Haken. Ich habe hier einmal von CGS und einmal von X-Line. Also die verwende ich am liebsten, die beiden. Das ist einmal Zweierhaken. Ja. Die sind ganz gut. Danach hier, das ist ein extra Aalhaken. Ja, das ist eine Größe 6, die anderen waren in Größe 2. Die nehmen sich nicht viel, das sind alles ungefähr die Größe. Es kommt halt natürlich immer auf die Marke drauf an, wie die Haken ausfallen. Nur gut. Was man auch unbedingt braucht, egal ob man auf dem Grund angelt, mit einer Glocke dran, oder mit Pose auf Aal, ist es egal, man braucht richtig Knicklichter. Die gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Ich habe hier welche von Cormoran. In einem Tütchen sind zwei Stück drin. Und ja, das sind die größeren. 4,5 mal 39 mm. So. Ah ja, die habe ich in einer 100er Packung gekauft. Kostet 9,99, glaube ich. Sind 100 Stück drin. Also ein Top-Angebot. Normal kostet ein so ein Päckchen bei uns 1 Euro. Also wirklich viel, viel gespart. Ja, weiter geht's mit den Köderfischpumpen. Braucht man nicht, ist aber von Vorteil. Hab ich mir hier mal zweimal geholt. Köderfischpumpen. Sind ganz günstig gewesen. Also die waren vorher 7 Euro, jetzt sind sie auf 1,50 runtergesetzt worden. War aber nur an einem Samstag. Habe ich mir gleich zwei mitgenommen. Ja, also die sind im Sommer wirklich von Vorteil. Ab und zu sollte man da mal so einen Eiswürfel reinschmeißen ins Wasser, damit es ein bisschen kühl wird. Also damit das Wasser ein bisschen kühler wird. Weiter mache ich mit der Schnur. Beim Aalangeln ist wichtig, dicke und tragkräftige Schnur zu haben. Ich verwende hier eine Hechtschnur, eine 30er. Ja. Mit 7,9 Kilo Tragkraft dürfte ausreichen. Also ich hab bis jetzt noch keine Aale verloren. Dünnere Schnur auf keinen Fall. Ja, also das absolute Minimum ist ein 28er Schnur. Und ja, ganz wichtig ist, eine lange Zange zu haben, damit, weil die Aale ziemlich tief meistens schlucken. Entweder ist es ganz, ganz vorne im Maul oder ganz weit hinten im Maul. Ja, also wie gesagt, lange Zange ist wirklich von Vorteil, oder man macht das einfach ab und wartet, bis man tötet. Manchmal schlucken sie sogar, nee, manchmal spucken sie sogar nochmal aus. Nun gut. Dann das Wichtigste, Messer. Wichtig. Egal, ob es Abstechen ist oder sonst was, man braucht ein Messer. Wenn ich Angler sehe ohne Messer, den könnte ich links und rechts eine Tachteln. Angler ohne Messer sind keine Angler. Die Fische sollen nicht leiden. Wenn man den schon zweimal oder dreimal in über den Kopf über die Rübe zieht, würden sie dann aber keinen Schmerz mehr spüren. Heißt gleich Herzstich, Kiemen durch, dass die wichtigsten Gefäße durchtrennt werden und dass sie gar nicht lange leiden haben. So. Ganz wichtig, wenn ihr, egal wo ihr herkommt, wenn ihr nach Rheinland-Pfalz kommt, bitte, ich kann euch nur einen Tipp geben, nehmt Mückenspray mit. Ach du Heilige. Wenn ihr hier angeln geht im Sommer, ihr macht Schublattler, ja? Also ich nenne das immer Schublattler, heißt, überall stechen sie dich und du bist überall am Schlagen und am Treten. Dann macht Angeln keinen Spaß, ja? Wenn man nicht gerade so ein Imkeranzug hat. Mückenspray, ganz wichtig. Es gibt sogar hier welche, die riechen hier nach
Melisse. Die von anderen Firmen riechen immer etwas eklig. Nehme ich nicht so gerne. Und ganz wichtig, wenn ihr Aalangeln geht und nehmt Mückenspray, vorher Hände in Erde und Schlamm richtig einschmieren und ein bisschen warten, weil die Aale, die riechen das. Und wenn ein Wurm nach Mückenspray riecht, ja, sagen sie, tschüss Wurm, wir gehen. Heißt, man fängt nichts. Ganz einfach. Soweit hierzu. Morgen werde ich weitermachen mit dem Gerät, wenn ich so weit komme. Die Tage werdet ihr aber noch mal was drüber sehen. Wenn ihr ganz schlaue Füchse seid, hier oben Abonnement machen, ja, hier, da, Abonnement. Und nun gut. Tschüsschen.